Geht, Leute, der Flattermann wieder mal hier. So, Leute, ich habe mir gedacht, dass ich heute mal einen Idiotentest mache, um zu gucken, ja, was für ein Hi-Opa ich eigentlich bin und was da so hintersteckt, nicht? Mal gucken. Also, na gut, hier wurde mir schon was angezeigt durch die ganzen Strawpods, die ich immer mache. Also, lassen wir uns davon mal nicht irritieren. Wenn du um 8 Uhr ins Bett gehst und dein Wecker so gestellt wurde, dass du um 9 Uhr auf, da fehlt ein S übrigens, dass du um 9 Uhr aufwachst, hast du wie lange geschlafen? Ja, ich würde mal sagen, ins Bett gehen heißt nicht schlafen, insofern gar nicht. Also, nö. Kann ich die Antwort schon irgendwo sehen? Warum wird mir das als falsch angezeigt? Bist du bescheuert? Ja, eine Stunde, wenn du sofort einschlafen würdest. Das steht da aber nicht. Gibt es in England, Klappe zu, gibt es in England den 17. Juni? Ja, warum denn nicht? Das, natürlich. Was sind denn das für Fragen? Wie viele Geburtstage hat der Mensch? Ja, einen. Also, einen Tag, an dem man geburt wurde, ganz genau. Ja, natürlich, Dankeschön. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30, wie viele haben 28? Ja, insgesamt 28 nur einer, aber allgemein 28 haben alle, also 12. Jo, danke. Ein Bauer hat 10 Schafe, alle sterben außer 9. Wie viele lebende Schafe hat er noch? Okay, wie ich das Quiz hier einschätze, kann auch bedeuten, dass alle Menschen gestorben sind. Alle sterben außer 9. Ja, nee, 9, natürlich, bin ich bescheuert. Alle sterben außer 9, ja, ganz klar. So, es ist hier, ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Das ergibt keinen Sinn, dann wäre der Mann ja tot. Und ich wüsste jetzt nicht, dass man Leichen heiraten kann. Also nein. Es sei denn, die Schweizer haben ein komplett komisches Rechtssystem. Dankeschön. Was war am 6.12.43 in Berlin? Die Russen. Nee, Spaß. ja, Nikolaus würde ich sagen, ne? Und die Russen wahrscheinlich auch. Nikolaustag, ja, danke. Ein Segelflugzeug stürzt ab und fällt genau auf die Grenze. Wer bekommt den Motor? Digga, ein Segelflugzeug hat keinen Motor. Nix Motor. Bam. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Wenn man das jetzt in Anführungszeichen setzen würde, damit man weiß, dass exakt dieses Wort genommen gemeint ist, dann ja. Aber wie ich das hier einschätze, will der wahrscheinlich ja hören. Weil hinten mit ja gesch so. Wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Ich bin zwar Buddhist und du kannst mich immer, aber das war Noah. So. Wer geht übers Feld und bewegt sich denn noch nicht? Weiß nicht, beim Schach würde ich jetzt sagen, Bauer oder so. Ich schreibe einfach Penis rein. So, korrekte Lösung, Dankeschön. Der Wind, ja, obwohl der Wind bewegt sich auch, ja. Teile 30 durch ein, also durch die Hälfte und zähle 10 dazu, was kommt raus? Also, wenn ich jetzt nicht ganz bescheuert bin, würde ich sagen 25. Moin, ich bin bescheuert. 70. Ja gut, na gut, alles klar, verstehe. Du hast eine Streichholzschachtel und kommst in einen leeren, kalten Raum, in dem nichts als eine Petroleumlampe, ein Kamin und ein Ölofen funzen ist. Was zündest du erst an? Ja, das Streichholz, um überhaupt zu sehen, was abgeht. Das Streichholz. Sag mir jetzt nichts anderes, Alter. Ja, so. Wie oft kann man 1 von 20 abziehen? Ja, das ergibt keinen Sinn, weil ich würde sagen, nur einmal, dann hast du ja 19 und dann hast du keine 20 mehr. Also entweder, die verarschen mich doch nur. Einmal. Danke, weil es nur noch 9, so, siehst du? Welche Worte stehen auf dem Rande eines 1-Euro-Stücks? Da sind Sternchen, soweit ich mich erinnere. Also, keine. Da sind Sternchen oder sowas. Also, siehst du? Auf der Wiese stehen Vater Bulle, Mutter Bulle und. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt Bulle, Kuh und Kalb. Zu wem geht Kind Bulle, wenn es Durst hat?
Zur Mutter Kuh? Kind Bulle? Was? Sag mal, Digga, hast du gesoffen? Ich, Vater Bulle, Mutter. Welche Antwort will ich jetzt hören? Was will er von mir? Kind Bulle. Ein Bulle ist kein Kind mehr. Ich schreibe das jetzt auch so rein. Ein Bulle ist kein Kind und es gibt keine weiblichen Bullen, du Töffel. Ups. Da will ich schon mal beleidigen und ich vertippe mich hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Es gibt keine Mutter Bulle, es gibt so, er geht zur Kuh. Ja. Hast du ein gutes Gedächtnis? Jetzt kommt. Du bist Busfahrer an der ersten Haltestelle, steigen 5 Leute. Ja, alles klar. Steigen 5 Leute ein. An der zweiten Haltestelle steigen 2 Leute ein und an der dritten und 3 Leute aus. An der Haltestelle steigen 4 Leute ein und 5 Leute aus. An der fünften Haltestelle. Wie heißt der Busfahrer? Jo, ich würde mal sagen Falco, weil du meintest ja, dass ich der Busfahrer bin, nicht? Also ich würde mal sagen Falco. Genau. Kann ein Mensch, der westlich von New York durch den Westen in Manchester begraben sein? Also, ich würde mal sagen, ja und nein. Also, wenn er lebt, dann normalerweise werden lebendige Menschen nicht begraben. Aber es gibt ja auch Menschen, die begraben wurden. Zum Beispiel von Lawinen oder so. Ne? Oder irgendwelche Magier oder sowas. Also möglich ist es, aber wenn der lebt, ich würde es nicht reich. Ich weiß, was du hören willst. Nein, er lebt noch. Nein, er lebt noch so. Ein Ziegenbock steht auf der Grenze. Wer darf ihn melken? Das ist genau das wie mit dem Bullen. Das ist ein Bock, ist ein Männchen, du Affe. Ein Bock ist ein Männchen, du Affe. Was sind das für Fragen, Alter? Ein Ziegenbock kann man nicht melken, aber Hauptsache er sagt falsch. Ey! Aber das ist richtig, was sie geschrieben haben. Nur weil das nicht hier konform ist mit dem, was er mir darum pimmelt hier, es gibt's doch nicht. Auf dem Dorfplatz steht ein 20 Zentner schwerer Stein. Jeden Morgen, wenn der Hahn kräht, bewegt er sich. Ist das. Was willst du? Auf dem Platz steht ein. Warte mal. Okay, wenn der Hahn kräht, ist schon mal richtig. Nicht, dass er mit einer Henne ankommt. Das ist schon mal. Was will der jetzt von mir? Auf dem Dorfplatz steht ein. Ach, der Hahn bewegt sich. Ah, ja, der Hahn kann sich. Okay, alles klar, alles klar. Genau. So. Machen wir mal ganz entspannt weiter. Ein Archäologe behauptet, er hätte eine Münze mit dem Prägedatum 1600. Glaubst du ihm? Nö, damals gab es noch keine Münzen. Nö, damals gab es noch keine Münzen. Da hat man sowas wie Fisch gegen Brot getauscht oder sowas. Genau. Ach, auch keine Zeitrechnung. Okay, das kommt dazu. Aber ich habe ja schon mal. Also falsch ist das nicht. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Luke Skywalker. Okay. Darth Vader. Bist mein Sohn, aber nicht mein. Der Stiefvater? Achso, die Mutter, natürlich. Die Mutter. Das sind aber auch Fragen, Leute. Die Mutter, ja, es ist aber her. Hacke sie fix noch mal. Du hast ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen. Es kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat er? Also, vielleicht Hubschraubär? Kugelschreibär oder Bärbel? Ne? Könntest du mir mal in die Kommentare schreiben, wer weiß, aus welchen Filmen diese Zitate kommen. Wenn alles nach Süden zeigt, müsste ich ja am nördlichsten Punkt sein. Das heißt, ich bin am am Nordpol und da ist ein Eisbär zu Hause und der ist bekanntlich weiß. So, ja, jetzt schnackt nichts anderes hier. Nicht, dass er hier ankommt, hier. Ne, der hat irgendwie Kugelschreiberfarbe. Eine E-Lok fährt nach Süden. Wohin fliegt der Rock? Fliegt der Rauch, sag ich schon, der Rauch. Ja, ich würde sagen gar nicht, weil sie elektrisch ist, du Affe. Kein Rauch. Danke. Wie viele Rillen hat eine LP? Ich weiß, was eine LP ist, Digga. So jung bin ich auch nicht. Ja, da die Nadel
durchgehend wandern muss, würde ich sagen schon mal eine, aber da sie beidseitig bespielbar ist, würde ich sagen zwei. Es sei denn, es gibt LPs, die. Willst du mich verarschen? Schon wieder eine Antwort. Ich hab's richtig, aber er sagt, dass Quatsch ist. Ey, Leute, ich finde raus, wer das Quiz hier erstellt hat. Also, das. Was ist schwerer, ein Zentner Feder oder ein Zentner Blei? Ich würde sagen, wenn es beides um Zentner geht hier, dann ist. Gleich. So, beides gleich schwer. Auf einer Stange sitzen 10 Taube. Ein Jäger schießt eine Taube ab. Wie viele sitzen noch da? Ich würde mal sagen, wenn er schießt, dann hauen die alle ab. Also würde ich zumindest machen, wenn ich eine Taube wäre. Ja, das wäre nämlich auch so. Erhält ein Nachtwächter, der am Tage stirbt, eine Pension? Ich sag jetzt mal, nö. Es gibt doch irgendwie. Ja, das ergibt doch keinen Sinn. Klaus fiel von einer aufgestellten 7 Meter hohen Leiter. Wieso blieb er unverletzt? Jetzt kommt so eine Quatschantwort wie das eine Tonleiter oder sowas. Ich schreibe das jetzt auch mal rein. Tonleiter. Er fiel von der ersten Sprosse. Alles klar. Definitiv nein. Da kann man sich nicht verletzen, oder was? Wenn er vor der ersten Brosse fällt und irgendwie auf dem Bordstein pflastert und dann den Kopf aufgeschlagen, der kann dann sogar sterben. Also, wieso blieb er unverletzt? Ey, das ist ja jetzt nicht so, als wenn er juhu und dann springt er runter und freut sich ein Ast oder irgendwie das ist. Das ist, boah, was eine Scheiße, der hätte ich das hier bloß nie gemacht. Gleich eins aufs Maul. Süden ist dort, wo der Daumen links ist. Kannst du das beweisen? Was willst du von mir, Alter? Also, was? Süden ist dort, wo der Daumen links. Was? Halt die Fresse! Ich sag jetzt mal einfach mal, nee. Was will der von mir? Guck mal, meine Antwort ist wieder richtig. Ich habe geschrieben, nee, aber er will das Wort nein hören. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Das ist mein Humor. Heißt es 5 plus 7 gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? Ich würde sagen, 5 plus 7 ist nicht gleich 13 und ist auch Quatsch. Das ist, das ergibt nicht 13. So. Ne? Falco 33, Mathe-Genie. Das kriege ich auch noch hin. Warum baut man neue Häuser zum Leben? Weil die halt kaputt sind. Zum Leben. Weil kaputt. Weil man keine alten Häuser bauen kann. Junge, was ergibt 7 und 7 und 7? Den Trick kenne ich. Ganz feiner Sand. So. Nee, das ist falsch, Alter. Nicht feiner Sand, ganz feiner Sand. In meiner Kindheit hat man gesagt, 7 mal 7 ist feiner Sand und 7 mal 7 mal 7 ist ganz feiner Sand, mein Freund. Was liegt in der Mitte von Rom? Das Kolosseum, keine Ahnung. Ach so, das O wahrscheinlich, ne? Ha. Und das Kolosseum wahrscheinlich auch. Siehst du? Oh, alles klar. Von 7 Kerzen werden 4 ausgeblasen. Wie viele bleiben übrig? Ja, ich würde sagen, von 6 Kerzen werden 4 ausgeblasen. Ja, ich würde sagen 6, weil die stehen ja immer noch. Was will dieses Quiz von mir, ey? Die brennen ab. Das steht aber nicht, dass die abbrennen. Wenn ich jetzt 6 Kerzen vor mir habe, 4 davon ausblase, dann sind da immer noch 6. Ey, das ist. Ich werde bekloppt. Warum fressen Eisbären in ihrer Heimat keine Pinguine? Weil sie am Nordpol leben. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das Pinguine Süden, Eisbär Norden. Weil wegen Geografie, du Arsch. Ja, weil Toastbrot, was soll ich damit schreiben? Weil Eisbären am Nordpol wohnen und Springuine am
Südpol. Das ist das einzige. Ja, so. Welche Frage kann sinnvollerweise, du kommst jetzt hier mit sinnvoll, welche Frage kann sinnvollerweise nicht mit Nein beantwortet werden? Nicht mit Nein? Warte. Was will der jetzt von mir? Was will der jetzt von mir? Welche Frage kann sinnvollerweise, jetzt kommt der hier mit sinnvoll, ich glaube es hackt, ey. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist doch bestimmt sowas wie, wie wird Nein buchstabiert oder sowas. Oder sinnvollerweise nicht mit Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich passe. Hörst du mich, liebst du noch? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das ist genau wie, Schatz, schläfst du schon? Ne? Und was soll man dann sagen? Ja. Meine Fresse. Ein Zweijähriger fiel im 12. Stock von der Fensterbank. Wieso blieb er unverletzt? Das ist doch bestimmt wieder das mit der Sprosse. Wahrscheinlich, weil er nach innen gefallen ist und irgendwie auf dem Kissen oder so. Er fiel nach innen. Ja, siehst du, ist nach innen gefallen. Ja, aber trotzdem kann das nicht wehtun. Nicht? Wenn da jetzt irgendwie ein Messerblock steht oder irgendwie, weiß ich, ein Nagelbett oder sowas, dann würde ich schon sagen, dass das Aua Aua machen kann. Wie viele Leitern bräuchte man von der Erde bis zum Mond? Ich würde sagen, dass das Quatsch ist. Also erstmal würde man eine Leiter brauchen. Rein theoretisch, rein nur mal so hypothetisch. Aber ich würde sagen, dass der Großteil zwischen Erde und Mond, da ist ja dann Weltall und so, die würde ja umkippen oder wegfliegen oder so. Also selbst wenn man die Leiter irgendwie auch nur ansatzweise stabilisieren könnte, ich schreibe jetzt einfach unlogisch rein. Physikalisch unlogisch, das ergibt keinen Sinn. Eine, sie muss nur lang genug sein. Halt, stopp! Ja, aber die kann wegfliegen. Selbst wenn man die festmacht, das ergibt keinen Sinn. Ey, ihr macht mich fertig. Wo war der Mann von Witwe Gertrud während des Synod? Der Mann von Witwe, wahrscheinlich im Grabe. Im Grab, so. Siehst du? In welchem Monat schlafen 18-jährige Französinnen am wenigsten? 18-jährige, die schlafen, wenn dann mit mir. In welchem Monat schlafen die am wenigsten? Was? Und wieso 18-jährige Französinnen? Warum Französinnen? Warum 18-jährige? Warum weiblich? Was willst du jetzt? Was hast du denn jetzt wieder gegessen? In welchem Monat schlafen ab? Das ist doch bestimmt da so ein Wortspiel oder sowas. Wie, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Sowas wie Leiter und Tonleiter. Das ist doch bestimmt wieder irgendein scheiß Wortspiel. 18-jährige, das soll mich doch bestimmt nur ablenken. In welchem Monat schlafen die am W? Wahrscheinlich, wenn WM ist oder so, dann würde ich auch das gucken. Ich schreib das jetzt rein. Wenn WM ist. So. Na, jetzt bin ich gespannt. Im Februar. Wieso im Februar? Oh Gott, weil wegen 28 Tagen. Oh Gott. Oh Gott, ich sag doch das mit 18 Jahren und Französinnen, das soll mich nur ablenken. Ey, man hat was in der Tasche und hat doch nichts in der Tasche. Was kann das sein? Luft. Sag mir nichts anderes, Kollege. Ein Loch. Aber ich will jetzt da nicht den großen Klugscheißer raushängen lassen. Aber ich würde mal sagen, dass man eher Luft in der Tasche hat als ein Loch. Naja. Ein Bauer hat 20 Schweine, 40 Kühe und 60 Pferde. Wie viele Pferde hat er, wenn man die Kühe als Pferde bezeichnet? Ich würde eher sagen, dass er seine Frau als Kuh bezeichnet, aber 20, warte mal, ich muss das jetzt noch mal ganz kurz, mal ohne Comedy. 20 Schweine, ich versuche das jetzt ernsthaft mit Logik zu betrachten. 20 Schweine, 40 Kühe, 60 Pferde. Wie viele Pferde hat er, wenn man die Kühe als Pferde, wenn er die bezeichnet, dann ändert sich ja an der Rasse des Tieres ja nichts. Also wie viele Kühe hat er? 40. Ich sag zu meiner Katze auch ganz gerne Mäuschen oder Maus oder so. Wie 60.
Ach, wie viele Pferde hat er? Okay, das war jetzt mein Fehler. Ich hab auf diesen Teil hier geachtet. Ja, gut, das war jetzt gerade ein Flüchtigkeitsfehler, okay. Aber ich meine, ich sage auch zu meiner Katze ganz gerne, also du süße Maus oder so, und trotzdem ist sie eine Katze. Oder wenn man zu seinem Schatz irgendwie Hase sagt oder Mäuschen oder dumme Kuh oder so, wie man das halt in einer Beziehung macht. Was steht hinter dem Kölner Dom? Ein Haus. Was steht hinter dem Köln? Ich war noch nie in Köln. Ach, ich habe eine Idee. Ich hab dich ausgetrickst. Ein Fragezeichen. Lass mich raten. Bam! Wo wächst der beste Wein? Ich würde sagen, dass Wein gar nicht wächst, während Wein wird abgefüllt. Es wächst hier auch nirgendwo Bier oder Wodka. Und wenn es sowas geben würde, hätte ich eine Pflanze davon. Wo wächst der beste Wein? Ja. Wein wächst nicht. Weintrauben wachsen. Wein wächst nicht, Reben wachsen. Ja, gut. Reben? Ja gut, ich würde Weintrauben sagen. Ja gut, ich denke jetzt gerade mal nicht drüber nach. Was macht ein Glas, wenn er kein Glas hat? Er produziert es. So. Na, Lösung, er trinkt was. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Woher kommt eine Ente, die in Duisburg im Rhein schwimmt? Aus Duisburg? Woher kommt eine Ente, die in Köln und Duisburg sind vom Rhein getrennt? Das heißt, da kann schon mal nicht die Finte sein. Ich sage jetzt einfach mal Duisburg. Jetzt kommt's. Aus dem Ei. Alter, womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? Mit Tee. Ha. Bam. Lirum, Larum, Löffel. Jetzt kommt immer so. Lirum, Larum, Löffelstiel. Wie schreibt man das mit drei Buchstaben? Aha. Tülü. D-A-S, genau. Übrigens, da fehlen Kommata. Eine Taube kann eher 1500 Gramm, Kilogramm Weizen fressen als ein Pferd. Stimmt das? Seit wann essen Tauben Weizen? Naja, gut, die essen auch Brot. Kann eher... eine Taube kann eher das hier essen als ein Pferd. Alles klar, Kollege. Ja. Komm, ich habe dich enttarnt, Kollege. Ja, eine Taube frisst kein Pferd. Das würde ich aber gerne mal sehen. 68% der Lösungen waren richtig. Nee, eigentlich waren bis auf eine Antwort alles richtig. Du hast es nur nicht richtig. Oder zwei Antworten richtig. Ja, gut. Ich habe hier oben auch schon. Gut, das war ein Flüchtigkeitsfehler hier. Das hier ist ja wohl eine absolute Frechheit. In der Tasche. Luft ist nichts. Ein Loch ist eher was als. Und das hier, ich meine, ich wäre immer schon gut in Physik, ne? Also ich würde mal sagen, dass ich eher richtig habe, anstatt, das ist, und hier, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Der redet davon, dass die ausgeblasen werden, okay, aber er suggeriert damit im Prinzip nicht, dass die auch dann abbrennen. Ne, ich könnte die auch ausblasen, aber dann so mit zwei Fingern, Zeigefinger, Daumen, dann so feucht machen und dann die ausmachen, das geht auch, dann habe ich sie aber nicht ausgeblasen. Das ist also, Gott. Gut. Ich kann euch das hier gerne mal verlinken. Dann mal gucken, wie dumm ihr seid. Obwohl, jetzt kennt ihr ja die Antworten. Oder schickt das irgendwie mal einen Freund oder Freundin oder so. WhatsApp, Facebook, was weiß ich. Ne? Und dann guckt ihr mal. Und dann könnt ihr mal selber lachen. 28%, ich lache mich kaputt. Guti, dann sag ich mal, dieses Quiz kann mich mal. Ich brauche jetzt erstmal einen Beruhigungstee und eine warme Milch mit Honig. Schau mal gleich zu berühmen das Sandmännchen an und erst eine Benjamin Blümchen-Torte. Und sag in diesem Sinne, schön, danke, dass ihr hier wart, das angeguckt habt bis zum Schluss und so. Und Tüdelü und Cheerio.